Hallo, ich bin Dr. Jörg Schmitz, leite hier in Mülheim die Kammer Obscura und wollte euch heute zeigen, was sich hinter unserer Kammer Obscura verbirgt. Der Begriff Kammer Obscura ist lateinisch und Kammer Obscura heißt auf Deutsch dunkler Raum. Ein Behältnis, was man lichtdicht abgeschottet hat, was innen möglichst schwarz ausgemalt ist und was ein kleines Löchlein irgendwo in der Wand besitzt. Durch dieses Löchlein kann dann Licht, was außerhalb des Raumes scheint, in den Raum hineinfluten. Unsere Kamera, oder Lochkamera, befindet sich in einem ehemaligen Eisenbahnwasserturm. Im Scheitelpunkt unseres Wasserkessels ist eine Öffnung. Auf dieser Öffnung ist ein Rohr. Im Rohr befindet sich ein Spiegel, den kann man drehen. Und dieser Spiegel wirft dann Lichtstrahlen, weil er schräg in diesem Rohr sitzt, hinab auf den Projektionstisch. So haben wir die Möglichkeit, mitzuerleben, was sich draußen ereignet, absolut stromlos und in Echtzeit. Wie eine Kamera Obscura funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wenn außerhalb des Raumes Lichtquellen vorhanden sind, die Sonne oder künstliche Lichtquellen, flutet Licht von diesen Lichtquellen aus auf Gegenstände. Und diese Gegenstände können dann je nach Materialbeschaffenheit, Oberflächenstruktur und Farbe Teile dieses Lichtes verschlucken, also absorbieren, oder auch zurückwerfen, also reflektieren. Wenn jetzt dieses Licht durch Zufall nach der Reflexion auf eine Kamera Obscura trifft, flutet ein Teil des weitergelenkten Außenlichtes in den abgedunkelten Raum, erreicht dann die Wandfläche gegenüber der Öffnung und erzeugt auf dieser Wandfläche ein Abbild der Außenwelt, aber kopfstehend und seitenverkehrt aufgrund des Reflexionsgesetzes. Die Müllermer Kamera Obscura ist die größte begehbare der Welt. Das liegt nicht nur an der Raumgröße, sondern an der Fallhöhe des Lichtes. Der Abstand zwischen Spiegel und Projektionstisch beträgt etwa 10 Meter. Würden wir das Licht auf den Fußboden werfen, hätten wir einen Bildfelddurchmesser von über 3 Metern. In den unteren Turmgeschossen haben wir zudem das Museum zur Vorgeschichte des Films mit über 1300 Exponaten. Hier erfährt man spielerisch, wie die Bilder das Laufen lernten. Wir sehen zum Beispiel Kaleidoskope, Schattenspiele, Laterne im Merkeke. Es geht um die Vermittlung von Medienkompetenz und Wahrnehmung. Wir beteiligen uns auch am Radtourismus. Bei uns kreuzen sich der RS1 und der Ruhrtalradweg. Wir sind auch Gastropartner des Ruhrtalradwegs. Bei einer Pause kann also gut das Café, der Shop und natürlich das Museum besucht werden. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und freue mich darauf, euch in der Kamera Obscura zu begrüßen.